Hi Leute, ich wollte mal ein ganz kurzes Video für euch aufnehmen. Ich hatte nämlich gestern einen Workshop und da wollte ich die Folien einfach mal direkt nutzen, um euch mal ein Thema nahezubringen, das wir eben gestern auch in dem Workshop hatten. Und wo viele ja denken, dass, oh ja, Körpergefühl kann ich nicht entwickeln, beziehungsweise ich kann nicht auf meinen Körper hören, weil wenn ich auf meinen Körper hören würde, dann würde ich einen ganzen Tag nur Chips essen oder würde ich einen ganzen Tag nur, was weiß ich, machen, Alkohol trinken, feiern und so weiter. So. Und deshalb wollte ich noch mal ganz kurz mit diesem Thema aufräumen, weil Körpergefühl, wenn du denkst, du bist an dem Punkt, dass der Körper dir falsche Dinge sagt, dann stimmt das vermutlich nicht, um es mal so klar und deutlich zu sagen. Dann ist es eher so, dass du die Signale falsch deutest. Und man muss da wirklich ein bisschen differenzieren. Und deswegen ist es halt auch so ein unglaublich wichtiges Thema. Und wir hatten es gestern eben auch, ja, da ausführlich bequatscht. Und ja, wenn ihr da auch Fragen zu habt, dann gerne unter das Video. Und ich wollte mal ein paar Punkte hier drauf eingehen. Welche Signale kann man denn dann drauf hören? Und wie entwickelt man das richtige Körpergefühl? Und um jetzt zum Beispiel mal zu diesem Punkt zu kommen, okay, mein Körper sagt mir, dass ich Chips essen soll und so weiter, dann verwechselst du vermutlich Ebenen und es sind eher psychologisch-emotionale Anhaftungen, wo dir sagen, ey, ich habe Lust darauf und du möchtest irgendwas verdrängen, du ja, schaffst irgendwas nicht so zu verarbeiten. Und dein Körper sagt dir normalerweise direkt, wenn du zum Beispiel, du kannst es gut testen, wenn du mal Monomahlzeiten isst, dann kannst du mal beobachten, wie es dir nach einer Mahlzeit geht, vor allem. Und normalerweise, wenn du das Richtige isst, ja, eine Frucht, du fühlst dich leicht, energetisch, energiegeladen nach dem Essen. Oder wenn du Obst, Gemüse, einen Salat isst, irgendwas Frisches, Unverarbeitetes, du fühlst dich leicht, energetisch nach dem Essen, wenn du dich nicht überessen hast. Und damit kannst du eben auch mal experimentieren. Und da musst du auf den Körper hören, auf danach, wie du dich da fühlst. Und selbst bei Menschen und auch bei mir selber habe ich es gemerkt, wenn ich zum Beispiel in der Mittagspause irgendwie was total Deftiges in der Mensa gegessen hatte, was total Schweres, wenn du eine Schweinshaxe gegessen hast, so. Und dann gehst du auf die Arbeit und fällst halt erstmal mit dem Kopf auf den Tisch und schläfst ein. Und das ist nämlich genau der Punkt und das musst du beobachten und das sind die richtigen Signale. Und nicht nur was das Essen eben anbelangt, sondern auch was die Haltung anbelangt. Da gibt es so viele Aspekte und es ist nicht so, dass der Körper dir da falsche Signale gibt. Ein Aspekt zum Beispiel bei der Ernährung ist noch, du sollst nicht so sehr auf die Zunge hören, weil die mag einfach das, was sie gewohnt ist. Ja, in anderen Ländern, da isst man schärfer, sei es jetzt in Asien irgendwie ein Curry oder ja, hier würzt man einfach ganz anders. Und ja, was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht. Wie man so schön sagt, falls ihr den Spruch kennt. Und da kannst du auch dran merken, ja, die Zunge ist nicht so das, wo du in erster Linie drauf hören solltest. Du kannst da natürlich herausfinden, ob was gut oder schlecht ist, in einem gewissen Maß. Aber nicht auf diesen, ja, die meisten verwechseln es halt, diesen einfach den Geschmack, den man gewohnt ist, wo man dann auch wieder emotional, psychisch irgendwas mit verknüpft, sehr häufig. Und das hat nichts mit dem Körper eben zu tun. Und diese Differenzierung muss man da einfach machen. Und deshalb wollte ich es nochmal kurz ansprechen. Und ja, diese Punkte beachte ich wirklich mal. Probier zum Beispiel mal Monomahlzeiten aus und dann spür mal bewusst in deinen Körper rein und auch jetzt, was zum Beispiel die Haltung anbelangt. Oft sind wir einfach nicht bewusst und das ist eigentlich auch der Punkt, wenn du bewusster wirst und dir auffällt, ah, wie fühlst du dich nach dem Essen, wie fühlst du dich während dem Essen und dann kannst du auch mit den Mengen spielen
Und eben auch bei der Haltung, wenn du mal bewusst wird, wenn du irgendwie einen ganzen Tag gebeugt nach vorne, mit dem Kopf irgendwie deine Arbeitsblätter, deine Bücher ausfüllst oder sonst was, dann merkst du vielleicht irgendwann den Nacken. Oder je nachdem, was für einen Stuhl du auch hast, wie du schläfst, was für Unterlagen, wo du irgendwie schon drin versinkst. Also es sind alles unglaublich wichtige Punkte. Und wenn man wieder auf die richtigen Signale beim Körper hört und die dann auch beachtet, darauf ja eben hört und dann auch in eine innere Entspannung kommt, dann kannst du ein ganz anderes Körpergefühl entwickeln und das Körpergefühl ist einfach super genial. Normalerweise ist dein Körper wie, er ist super leicht, super energetisch, du spürst ihn fast nicht mehr. Wenn alles in Ordnung ist, dann ist alles reibungsfrei. Es ist nicht so schwer, wie wenn du ja, wie wenn du in einem Panzer sitzen würdest, alles ist träge und schwer. Nee, es ist einfach wie bei einem perfekt abgestimmten, perfekt geölten und perfekt laufenden Rennrad, wo du auf einer ganz glatten Bahn, du trittst einmal rein und es rollt, es rollt und es rollt und es rollt. Und dieser Effekt eben, wenn alles wieder reibungsfrei im Körper ist, der kommt eben, wenn du immer mehr ja, den Körper reinigst, immer mehr das Körpergefühl entwickelst, immer mehr in die Entspannung kommst. Das sind das so wirklich die wichtigsten Punkte. Und ja, das war super schön, die einzelnen Punkte da wirklich nochmal durchzusprechen. Wenn ihr da Fragen zu habt, welche Signale ihr drauf hören könnt, dann kommentiert gerne mal unten drunter. Und eine gute Möglichkeit eben, um auch mehr Körpergefühl zu entwickeln, ist zum Beispiel dann auch Fasten. Das werden wir zum Beispiel dann übernächste Woche in Angriff nehmen. Ich schaue gerade mal. Also wenn es auch noch jemanden interessiert, wer noch dabei sein möchte, mitfasten möchte und allgemein immer mehr einen Schritt einfach in eine dauerhafte Gesundheit zu gehen, nicht nur irgendwie mal kurz was machen möchte, sondern wirklich wissen möchte, wie man einen Lebensstil entwickelt, wo du dauerhaft gesund bist, eine innere Stabilität hast und ja, wirklich wieder begeistert durchs Leben gehen kannst mit strahlenden Augen, dann ja, dann schreib mir gerne mal eine Nachricht einfach. Genau. Oder du kannst dich auch auf der Webseite, können wir auch einfach mal telefonieren. Und dann schauen, was genau das Problem bei dir ist, wo du gerne hin möchtest und ob wir dir dabei helfen können. Und wir fasten nämlich gerade auch dann, 22. hier, oh, jetzt kommt der Stift wieder, am 22. bis 28. Januar. Also kannst du auch noch gerne dabei sein, dann melde dich einfach bei mir und schreib mir eine Nachricht. Beziehungsweise unten oder neben dem Video müsstest du auch einen Link finden. Dann kannst du direkt ein kostenloses Strategiegespräch ausmachen und ja, wir schauen uns deine Situation mal an. Genau. Und wie gesagt, Körpergefühl. Oh, jetzt geht gerade der Wecker. Wie gesagt, Körpergefühl. Schreib gerne nochmal und kommentier, was dann auch deine Fragen sind. Es kommen auch noch ein paar super interessante Videos bezüglich Reinigung mit Früchten, was da passieren kann, welche Fehler mir echt in letzter Zeit häufig aufgefallen sind und welche ich selber auch gemacht habe. Und noch zu den Zähnen, weil das auch eine Frage war, die ihr häufig hattet. Ich selber hatte auch ein bisschen Probleme mit den Zähnen, als ich in der Phase eben war, wo ich da noch nicht so aufs Körpergefühl gehört habe. Und das war eben auch eine Frage von euch immer wieder. Viele, die ja, viel Früchte gegessen haben, schleimfreie Heilkost gemacht haben, haben da Probleme bekommen. Und dazu wird es auch ein Video geben. Ja. Und wenn ihr dazu noch Fragen habt, wie gesagt, gerne unten drunter kommentieren. Und ansonsten wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag, Abend, was auch immer. Mach's gut, bis zum nächsten Video.